Ist hier jemand? Ja, ich bin's. Your boy, Skinny P. Hallöchen, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer weiteren Folge Death Stranding. Wir haben jetzt hier den übermäßig krassen Weg vor... vor uns. Nein, Sam, alles gut. Wir haben den krassen Weg vor uns. Ich weiß, ich habe 80 Milliarden Kilo zu viel hergestellt an Blutgranaten. Aber da muss ich jetzt durch. Ich gehe einfach mal davon aus, dass der Weg gut passt. Und versuche jetzt, so weit wie möglich zu fahren. Ich weiß nicht, ob das der letzte Plan von mir war. Ob ich damit selbst einverstanden war. Aber ich gucke jetzt einfach, ob ich da irgendwie... Alles klar. Gut. Ja, okay. Wir haben hier den Huddel. Aber auf der anderen Seite, unser Teil ist noch nicht an, unser Babyradar ist noch nicht an. Also eigentlich könnten wir doch wahrscheinlich ein Stück weiterfahren einfach, oder? Oder geht's dann ab? Ich krieg ja schon eine Nachricht, wenn ich in der Nähe bin vom harten Kram. Okay, jetzt haben wir die Problematik erreicht. Kommt ruhig, ich habe, was hat Gretel geschrieben? Ich habe 75 Granaten gemacht, anfangs. Das heißt, die werde ich jetzt einfach zerforken. Ich habe ja genug, ich habe ja Enas. Aber ich mir noch Schuhe mitgenommen, sagt bitte ja. Das wollte ich nicht. Es rennt richtig hier bei mir, es rennt richtig. Ich habe nicht überprüft, wie das mit meinen Tasten ist, ob irgendwie der Controller langsam leer war, weil ich habe doch immer irgendwie eine zu viel geworfen, ne? Das geht natürlich überhaupt nicht. Was war das? Warte mal, meine Kamera ist gerade so nah an Sam dran, oder? Bin ich immer so nah an Sam dran? Ach, Scheiße, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Kamera umstellen. Kein Plan, wie ich das jetzt hier leicht machen kann. Ich will die jetzt auch direkt hier alle abschmeißen. Also möglichst schnell einfach hier Bescheid geben, wer der Hase ist und wie er zu laufen hat. Nimm dir doch mal die da jetzt alle. Ah, da sind sie schon. So, komme ich da hin? Nicht ganz. Wir haben festgestellt, dass diese Granaten ja auch ein gutes Stück splashen. Ne? Testen wir mal, ob ich den so treffe. Nee. Doch. Es zieht rein, es zieht hoch. Oh Gordon. Geh weg. Ab jetzt. Ich habe dich zum roten Pudding gemacht, du musst jetzt wegfliegen. Ich habe zufällig gerade jetzt... Oh, keine weitere Granate ausgewählt. Ja, jetzt ist er weg, ne? Es hat den komplett aufgenascht. Oder auch nicht. Er will nicht so ganz gehen, ne? Er ist noch nicht ganz entschieden. Ich weiß nicht, was er machen soll. Er ist aber auch sehr weit oben irgendwie. Da schmeiße ich hier grundsätzlich durch ihn durch. Ich sehe es nicht richtig. Nee, da war es eben. Also. Nee, da. So, ab jetzt aber. Jetzt geschämt. Oh ja, er ist direkt erkannt worden als geplatzt. Was ist denn hier unten? Warum leuchtet das so? Das ist doch mein Motorrad, ne? Das ist die andere Fracht, die ich habe wahrscheinlich. Jetzt Sam, schleich mal nicht so rum. Rudi. Achso. Nimm mal kurz die Granaten weg. Ich weiß halt nicht, wo. Ich sehe den hier nicht. Ich fahre jetzt einfach mit dem Motorrad ein Stück weiter und guck, ob der mich halt jetzt angreift oder nicht. Ich werde es ja dann sehen. Komm, steig auf. Wir machen ganz vorsichtig. Ach, guck mal, jetzt ist sogar das Ding zugegangen. Nee, zu. Ich hoffe halt einfach mal, dass sie mich jetzt nicht direkt angrapschen, wenn mein Sensor so langsam und chillig ist. Ich verstehe es natürlich, dass wenn sie auf dem Weg sind, dass ich dann einfach an die vorbeifahren kann. Das habe ich schon gerafft. Aber ja. Vorne ist auf jeden Fall einer, den mache ich gleich noch platt. Was ist denn hier mit meinem Teil los? Ich weiß, dass da meine Lieferung ist. Ist es echt wegen der Lieferung? Da haben wir ja schon. Dich genau gesehen, du Zwockel. Will ich hier nicht voll treffen?
Achso, ich kann ihn dann auch echt nicht treffen, wenn er sichtbar ist. So. Der ist weg. Jetzt haben wir hier oben wieder einen. Ich fahre hier den Weg Stück für Stück. Und mach dann was, wenn sich hier, ne, die... Ach, wohl. Wir gehen mal hin. Wir gehen erstmal hin. Warte. Sam. Mach einfach kurz die Granate weg. Du steckst dir das weg. Jetzt können wir in Ruhe hier laufen. Jetzt killen wir den einen Dödel, der da oben ist. Und dann haben wir nämlich Ruhe und können hier einfach entlang kurven. Das sieht doch echt gut befahrbar aus, die Strecke hier. Da haben wir ja schon den Herrn. Komm, richtig. Later! Bam! Ach komm, nur die Füße. Aber der ist doch schon richtig. Komm, der ist weg. Ja, der ist weg. Okay, gut. Ich würde sagen, den an der Seite, den können wir stehen lassen. Na. Sam, lass doch die Granate direkt weg. Lass sie einfach weg. Er holt sie wieder raus. Steck sie doch rein. So. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Riesenfehler war, beziehungsweise ob es so schlecht war, so viele Granaten zu machen. Ich meine, das ist schon etwas hinderlich hier mit dieser riesigen, fetten... Ja... Masse an Dingen eben rumzurennen, an Kisten, aber auf der anderen Seite... Ich komme klar, ne? Ja. Weiter geht's, Sam, weiter geht's. Oh, wie ist so schnell. Denkt an, die werden sonst sauer, wenn wir hier so krass heizen. Das war... Ja, aber ich bin jetzt nicht so weit weg. Nee, du kommst jetzt hier eh gleich wieder ran geschissen. Da bist du ja wieder. Ganz vorsichtig. Ich hab echt Schiss. Bei meinem riesigen Kistenstapel hier wieder rumrennen, das will ich irgendwie nicht. Den chiralen Ding lasse ich auch mal ganz gemütlich liegen. Ich habe oft genug Möglichkeiten, chilliger. Also in... Die eine ist direkt vor mir. Ich denke, den muss ich mir... Ja. Das ist so ein Ding, ne? Oder? Der andere ist direkt... Hoppala. Ah, ist so dumm, dass die Kamera falsch rum ist, wenn ich schmeiß. Ach, weißt du was? Komm, wir haben so viel. Die holen wir auch noch. Ach, nee, machen wir nicht. Nicht übertreiben. Wir nehmen jetzt doch den chiralen Kristall hier noch mit. Oder die Kristalle. Und gehen dann erstmal weiter. Oder fahren erstmal weiter. Ich weiß gar nicht, ob wir hier durchkommen. Ich meine, unser Teil hat schon... Es wirkt so, als könnte ich hier komplett durchfahren. Tutti completi. Zumindest da oben rechts. Wo haben wir sie denn? Ah ja. Und ab dafür. Jetzt sind die Blutbeutel leer. Jetzt nehme ich dann direkt das hier. Ich denke, ich schmeiße auch die Packung... Ja, das mache ich. Ich schmeiß die Packung auch wieder schön weg, damit ich hier nicht hier so fett beladen rumrennen muss. Abladen. Und das Ding hier bitte auch abladen. Dann sind wir einfach nochmal welche los. Den Blutbeutel, kann man den füllen? Das weiß ich nicht. Das sind die auf dem Boden liegen. Also muss ich... Das ist das Ding, das an mir dran ist? Nee, das leuchtet die ganze Zeit. Ach, keine Ahnung. Ich lasse erstmal so. Wieder zwei Kisten weniger. Und die Sortiererei machen wir auch noch geschwind. So, jupp. Jetzt sind wir ein bisschen besser schon. Da hier vorne noch eins ist, mache ich das zuerst. Oh. Ja, ist doch gut. Das Motorrad. Lass mich nicht da leer. Ich bin dann abgeschlossen, bitte. Ich habe Angst. MME? Ich fühle mich im Moment echt ziemlich safe irgendwie. Als hätte ich so voll im Griff. Boah, den sehe ich ums Verrecken nicht, den knall ich. Alter! Gottes Willen. Wieder so ein Kind.
Ich war ein bisschen Schiss, weil ich nicht richtig sehe. Mein Baby regt sich auf. Okay, das ist weg. Jetzt gehen wir noch hier drüben lang. Ah, der ist irgendwie oberhalb. Hier sollte ich echt noch vorbeikommen. Es sollte wirklich gehen. So, da haben wir noch jemanden da oben. Wo ist er? Da oben. Komm her, Dickmann. Oh. Komm, krieg ich den nicht so richtig, wie ich das will? Sieht so aus. Nur an die Beine. Obwohl, er fliegt nach oben. Wow. Oh, Gottes Willen. Holy shit, warum sagt ihr denn nichts? Kasperle, ein Krokodil. Vorne ist noch jemand. Meine Fresse. Die waren wirklich etwas arg nah an mir dran, die Jungs. So, jetzt haben wir hier noch einen. Warte ich jetzt. Ich petz die Augen zusammen. Ah, da. Und... Heidewitzka, Schweinepriester. Jetzt gehen wir mal das Moped holen, ne? Achso. Sam ist jetzt hier wieder am Doin, ne? Weil es ist total steil und ihr wisst ja, wie es ist, wenn es steil ist, ne? Schwer. Ich meine, klar, also natürlich ist der Weg wirklich heftig mit dem Gewicht und sowas. Aber ja, leg doch erstmal ab, Sam. Was stand damit einsam in dem? Ah! Ja gut, das kann man doch mitnehmen, nicht wahr? Klar. So. Jetzt cruisen wir hier komplett chillig entlang. Boah, sieht mein Motorrad schlimm aus. Shit. Hoppala. Ja. Ja! Oh! Aua! Bin ich jetzt hier zu nah dran? Okay. Hab verstanden. I have understanden. Zwei Stück wieder. Aber die sind dann doch ziemlich chillig eigentlich, ne? Die, oh, bleib hier jetzt trotzdem. Beide sogar. Vor mir ist noch einer. Die sind overall ziemlich chillig. Gut, bis auf die zwei, die eben da vor mir direkt hinter mir halt gespawnt sind. Da muss ich zugeben, habe ich ein bisschen Schiss gehabt. Aber die kamen für mich halt auch voll überraschend. Da vorne wieder so ein kleines. Ich sehe es. Circa hier. Das war kein Treffer. Also kein Volltreffer. Jetzt. Okay. Ich bin froh, dass ich so viele von den Teilen gemacht habe, ne? Sehr froh. So viele wie hier sind. Was war denn das jetzt? Bin ich gerade durch den Furz von dem Viech gelaufen oder was? Das hat Sam eben überhaupt nicht gefallen. Komm. Sam, komm. Stell dich nicht so an. Later! Granate wegstecken, hinstellen und jetzt rennen! Mit Schmack ist mein Freund. Oh. So. Wir kommen. Ich würde sagen, ganz gut voran. Ich fahre jetzt wahrscheinlich bis zu R8 durch. Beziehungsweise, gut, da wird wohl da noch was sein. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, ich habe jetzt wieder meinen Auftrag am Start, ich weiß. Okay, da oben ist halt nochmal was. Also
direkt in Fahrtrichtung. Shit, bitte nicht. Oh Gott, kriegst du nicht ein. Wait a minute. Du. Ja, geht los weg. Oder ich werde gnastig, Leute. Wo ist der andere? Direkt hinten dran, du Lurch, dass du noch nicht weg bist. So, echt frech von dir. Sehr gut, die sind weg. Jetzt habe ich hier hinten noch links da einen, aber der ist mir erstmal wurscht. Wir müssen jetzt echt. Es fühlt sich. Oh, habe ich etwa alle? Nee. Es fühlt sich echt so an, als müsste ich langsam auch mal aus dem Regen raus hier, ne? Entweder in eine Höhle oder halt irgendwie in Unterstand. Ja, das wirkt sehr, sehr schön, dass gerade vor mir überhaupt nichts mehr zu sein scheint. Ja! Ja! Wir haben es geschafft! Freu dich, kleiner Mann, freu dich! Hoppala! Und dann erstmal vom Mofa gefallen, tot. Ach, sehr schön, Leute, sehr schön. Apropos Mofa, ich hätte mich echt gefreut, dass ich es mit der Elektrik alles so hinbekommen habe. An sich ist es ja komplett easy. Ne? Diese, also der neueste Teil, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt. Hallo? Stopp, ah ja. Da ist ja fast nichts, was man überhaupt nennen könnte an Elektrik, ne? In den Mofas, da ist ja nichts. Und, oh, wartet, Leute. Das sieht mich ganz anhören. Oh Gott, deswegen ist das schön. Sehr schönes Lied. Ja, wir gehen jetzt zuerst mal alles abgeben und ich werde dann später weitersprechen mit dem Mofas. Ich denke, jetzt haben wir erstmal noch ordentlich Story, die wir abbekommen. Hallo, it's me, your boy. Skinny boy. Skinny boy. Pack mal die Granaten weg, Sam. Wir sind ja unter Freunden. Also ich meine, haben die Schwester dich gesnackt hier, die Säcke? Freunde, das ist Ding. Kann ich jetzt hier schon was liefern vielleicht? Ja. Wird das direkt von meinem Bike runtergenommen? Wäre geil. So, überspringen, ja. Ballert das ruhig rein. Bist du der Bote, der ein Mannarme in ihr ganzes Team ersetzen soll? Da hast du dir aber einiges aufgeladen. Die Fracht ist in perfektem Zustand. Ungelogen, meinen Respekt hast du. So,
4 Dinger abgeliefert. With Denise. Mit Denise. Oh, da. Ach, super, oder? Mm. Es gibt ordentlich viele Likes. Oh, awesome. Da haben wir hier das Lied noch bekommen von gerade eben. Die Likes werden aufeinander gerechnet. Wir haben Sternchen. Oh, fast 3. Verbindungsstudentechnik. Sweet. Das kriege ich hier wahrscheinlich bei Frachtzustand nicht so viel, ne? Weil das ist ja alles ziemlich verkümmert gewesen zum Ende hin. Die Brücken links werden geballert. Neuen Titel verdient. Elite-Frachthelfer. Wow, gut, gut. Du kannst jetzt Strangverträge mit anderen Spielern schließen. Das weiß ich ja schon. Oder dass es sowas gibt, zumindest wusste ich ja schon. Kooperationsanfragen. Mhm. Und der Zeitraum, in dem du Likes senden kannst, wurde auf 5 Sekunden erhöht. Das ist natürlich schon sweet, ne? Wow, Meisterfrachthelfer, direkt nochmal gestiegen. Okay, ich kann jetzt mehr. Aha, aha. Also bist du hier, um uns ins Chiral-Zeitalter zu katapultieren? Ja, ist das okay? Dann leg mal los, Mann. Darauf warten wir schon seit Ewigkeiten. So. Ja, hier wird ordentlich reingeklotzt, ne? Jetzt haben wir Partner City am Start. Interviewdaten. Oh Gott, ich muss die immer noch durchlesen. Ich dackel. Ja, ich weiß, jetzt haben wir ja hier Zugriff auf die ganzen Dödel. Ich weiß. Warte. Wo hast du das her? Warten. Den Kleinen. Mein Sohn. Jetzt wird da auch einen raus. Das ist meiner. Er sieht aus wie meiner. Was? Kann ich wirklich nicht sagen. Aber der kleine Typ kommt mit einer Kapsel, wenn du es genau wissen willst. Und woher hast du die Kapsel? Igor, von der Leichenentsorgung. Mein kleiner Bruder. Was? Er hat dir einfach einen von ihnen gegeben? Warum? Ich war mit ihm dort, am Ende. Wir transportierten eine Leiche. Es ging alles schief. Überall war ein Gedäsch. Einer von ihnen packte ihn. Also sagte er, ich soll sie nehmen und weglaufen. Ist das so? Also, wer bist du? Du überlebst so eine Katastrophe und machst dann weiter die gleiche Arbeit? Okay. Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Pass gut auf das kleine Kerlchen auf. Er gehört zur Expedition. Zu dir. Okay. Das hier solltest du wohl lieber mitnehmen. Mir fällt niemand ein, der es mehr bräuchte. Was ist das hier jetzt? Ah, schön, dass ihr auch Blutgranaten habt. Hä? Ich dachte, das haben wir frisch hergestellt. What the freak? Okay, ja, ich muss gleich sowas von hier rumsortieren. Ja, aber natürlich nehme ich die Sachen trotzdem gerne mit, ne? Jo. Ich weiß, ich bin erstmal gefüllt. Chill, ich mach das gleich noch. So. Ah. Du hast es geschafft. Partner City ist wieder am Netz. Diese Menschen sind Teil der UCA. Ihre Daten ergänzen unser Wissen. Mit ausreichend Zeit und genügend chiralen Druckern können sie Schiffe bauen. Und irgendwann erobern wir die Gewässer zurück. Weil du vorangegangen bist. Auch wenn dein Handeln nicht nur gute Folgen hat. Jede Stadt, die den OCA beitritt, wird ein größeres Ziel für die Terroristen. Aber wir müssen die Gefahren akzeptieren und weitermachen.
Der Rest Amerikas wartet, Sam. Er wartet darauf, dass du den ersten Schritt tust und ihn ans chirale Netzwerk anschließt. Du kannst sie erreichen. Vereinige uns wieder. Danke. Eine neue Stadt für die UCA, hm? Du willst also über den See und weiter nach Westen? Ja. Haben wir ein Boot? Da musst du dich gedulden. Die Terroristen haben alle Bridges-Boote zerstört. Das einzige Schiff in der Stadt gehört einer Lieferfirma. Lieferfirma? Sag jetzt nicht. A Fragile Express. Ganz genau. Hab schon mit ihrem Vertreter geredet. Ich lasse einige der Vorräte, die du uns gebracht hast, auf das Schiff verladen. Die Leute in Lake Nod werden sich bestimmt freuen, dass ihr Hafen angelaufen wird. Dürfte eine Weile her sein. Begib dich zum Hafen, wenn du bereit bist. Er liegt direkt am Verteilerzentrum. Oh, sweet. Was ist denn jetzt ab? Keine Sorge. In Port Nod regnet es nie. Ruh dich ruhig in deinem Raum aus, bevor du aufbrichst. Was, da regnet jetzt nie? Hä? Was sind das Verhältnisse dabei, deine Gauner? Moment, ich müsste mein Motorrad eigentlich echt mitnehmen, ne? Weil das geht sonst, das ist jetzt ja, ich muss gleich das nochmal dann runterfahren lassen, falls es jetzt nicht repariert sein sollte. Aber ich habe ja nicht drauf geparkt, auf dem Fahrstuhl. So, da ist mein Blut wieder am Start. Beziehungsweise wurde ein weiterer Blutbeutel hergestellt, kann das sein? Ich glaube schon, ne? Ja. Okay. Dann gehen wir erstmal wie geplant oder wie sonst auch duschen und machen hier unsere ganzen Dinge voll, die ja dann erstmal alle abgelegt werden. Yo. So. Dann natürlich Toilette benutzen. Und ab dafür. Und zu guter Letzt noch. Achso, ja, jetzt kommt es im Sitzen. So. Und so. So. Okay, dann ist hier eigentlich alles soweit ready. Da hinten ist noch nichts Neues an meinen Figuren. Dann gehe ich jetzt nochmal hoch und gucke nach dem Motorrad, ob da halt alles ready ist. Weil das will ich so nicht nochmal benutzen. So zerrissen, wie das war. Sieh mal, ein Astronaut. Die Menschheit kommt überall hin. Sogar ins Weltall. Schon bald bist du da raus. Und sobald das alles vorbei ist, bringe ich dich an jeden Ort, an den du willst. Deshalb ist der Bruder von dem anderen sein? Ich habe ja auch eine E-Mail bekommen von ihm dazu. Und wenn ich die lesen würde, wäre ich wahrscheinlich schlauer. Alter, das ist ja komplett im Eimer. Nimm das Ding doch weg. Sam, du darfst gleich. Wir kümmern uns gleich um dein Gesicht. Lass uns ganz kurz hier mal. Hier mal drauf. So. Jetzt betreten wir den privaten Raum. Jetzt wird das Motorrad mal schön repariert. Jawohl, genau das wollte ich haben. Jetzt können wir direkt wieder raus. Sam, keine Sorge, du musst jetzt nicht nochmal aufs Töpfchen. Wir sind ja mit allem durch. Ja, was ich zu dem Motorrad dann auch sagen wollte, also ich habe halt echt Hudel gehabt mit diesem blöden Strom von der Solo. Das wollte nicht so, wie ich wollte. Aber ich hatte auch die ganze Zeit... Wenn ich die Sachen verkabelt habe, habe ich es ja immer direkt mit dem Zündschloss dann auch gemacht und hatte halt nicht nur vorne diese komische kleine Kacklampe. Und ja, jetzt habe ich mir den Zündschloss ja geholt für die Solo und das alles so gemacht und siehe da, jetzt ballert's mit der besseren Verkabelung, rennt's natürlich direkt, das ist logisch. Ich hatte noch verlorene Fracht. Bin ich besoffen gewesen da? Alkoholische Getränke, jo. Sag mal, wann habe ich denn, habe ich echt zwischendurch noch verlorene Fracht aufgehoben? So, Blutgranate. Recyceln, recyceln. Und jetzt recycelt der Garten noch diese zwei Blutbeutel hier. Die kann man ja eh nicht wieder benutzen, ne? So wie ich es verstanden habe.
habe ja eh Blutbeutel hier irgendwo dabei, ja. Ja, auf geht's, recyceln. So. Das ist auch wieder nur Minimum, ne? Also minimalste Einnahmen hier für uns. Naja, das ist ja nix. Ich guck mal generell nochmal kurz durch. Grell meinte, ich habe hier irgendwie zwei Seiten in meinem Inventar. Aber hier nicht, Grell. Das ist doch mein Main. Das ist alles, was ich habe. Ich nehme an, du hast wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich hier in der Einstellung gemeint, ne? Dass ich hier. Ja. Guck mal, die Seiten da hinten. 3 und 4, das habe ich gar nicht gesehen. Das hast du gemeint. Ja, 100 Pro. Okay. Gut, 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 gut. Ändere das aktuelle Fahrzeug. Nee, ich dachte, ich kann da ein bisschen drum rumschrauben. Farbe verändern. Ne? Andere Lampe da mache, Rodi. Ja, sonst. Es ist halt jetzt wirklich übertrieben, was ich hier auf dem Buckel habe. Höchst übertrieben. An Granaten und dem ganzen Schotter. Ah, ich könnte natürlich noch die Kristalle. Ja, ich war schon im Recycling-Modus, sorry. Kristalle könnte ich noch rüberschieben. Jawohl. So. 300 nochmal eingelagert. Wir könnten noch geschwind gucken, was wir herstellen können. Aber was Neues gab es hier ja eh nicht. Ne, bei Waffen haben wir nach wie vor die Blutgranaten, die wir sehr günstig herstellen können, wie wir ja schon wissen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ach so, ich könnte jetzt natürlich schauen, gibt es hier Aufträge? Nein und nein. Du sollst nicht auf Pinkeln gehen, du Dödel. Geh ruhig schon mal Richtung Blutgranate, aber steck die halt weg. Hier drin werden die nicht benutzt. Jetzt kann ich welche ins Mofa machen. Das werde ich auf jeden Fall noch machen. Weil ich halt echt so viele dabei habe. Ich mach. Vielleicht irgendwas. Ich glaube, irgendwas raff ich hier nicht ganz. Warum habe ich hier sowas Blaues vor der Blutgranate stehen? Und hier unten. Ach, das sind das sind die Sachen, die genau in diesem unteren Rucksack drin sind. Und das ist das, was oben drauf gestapelt ist. Okay. So, ich mach die vier. Die werde ich ans Möbelchen machen. Guck mal, das ist ja nix. Das sieht super aus. Jetzt mache ich hier auch meine Sortierung nochmal. Okay. Sam, du kannst jetzt Verbesserungsanfragen für Konstruktionen einreichen. Wenn du eine sehr oft benutzt, solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken. Okay. Mit der Verbesserung von dir gebauter Konstruktion zu helfen. Tust du dies, wird die Konstruktion mit dem Symbol markiert. Bei auf diese Weise markierten Konstruktion steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit anderen Spielern geteilt werden und wenn. Okay. Oh, kann man ja wohl probieren, ne? Habe ich es eben im vollen Ernte erstmal vom Motorrad alles sortiert, alles klar. Jetzt sieht es auch schon besser aus. Okay. Ist halt die Sache folgende. Das hier unten ist mein Ziel. Es geht jetzt hier darum, dass ich mit dem Boot irgendwo hinfahre, irgendwo hin schipper. Also das hier ist wirklich dann nur der Startbereich oder zumindest ein Bereich. Wenn ich jetzt zurückfahre, kriege ich hier wahrscheinlich wieder Probleme mit den GDs, beziehungsweise vielleicht nicht direkt auf meinem Weg. Hier ist ein Briefkasten. Was haben wir denn hier unten? Eine Brücke. Ein Generator, das ist schon mal nice. Aber sonst steht hier auch kein Generator einfach so rum, ne? Nee. Weil so an sich ist der Weg eigentlich ja gar nicht so lang, wenn man durchbrettern kann und nicht ständig absteigen muss, um gegen die Viecher zu kämpfen. Weil dann hätte ich erstmal noch geguckt, was es halt hier so zu tun gibt. Oder, ja, hier unten sehe ich schon, da ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen, das blinkt da rum, da oben auch. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das Aufgaben sind. Ich sehe es hier auch, ne? Verfügbare Aufträge 3. Und hier habe ich 2. Hier habe ich 4 sogar. Und da oben 5. Gottes Willen. Weil sie auch sagen, ne, wenn du bereit bist. Also, ich mach das jetzt so, dass ich jetzt versuche zurückzufahren. Ja, ich weiß, die mich hier oben nicht anstoßen. Oh.
Okay. Es regnet hier nicht übrigens. Hehe. Mein Name ist Higgs, benannt nach dem Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Ah, du hast ihn also in diese Sache hineingezogen. Voller Blut, aber aufrecht. Bridget Strand ist tot. Amerikas letzte Präsidentin, tot und verbrannt. Oh, und jetzt soll das Mädchen Mamis Platz einnehmen. Tja, das wird nichts. Sie ist nicht für die Politik gemacht, oder? Aber keine Sorge, ich finde sie. Und ich passe gut auf sie auf. Weißt du, ich habe das wahre Wesen des gestrandeten Todes erfasst. Oh, es gibt so viel, das ihr nicht wisst. Das Mädchen zum Beispiel, sie ist nicht so wie wir. Dooms ist nicht ihr Ding. Ihr Ding ist eher die weltweite Zerstörung. Eine Extinktionsentität. Oh, ohne die Hand geben zu können, ist es schwer, Verbindungen zu knüpfen. Zum Glück habe ich eine gute Verbindung zur anderen Seite. Und du bist keine Brücke. Aber ich bin mit allem verbunden. Mit dieser Welt, jener Welt und unserem süßen kleinen Todesengel. Speisekarte. Es braucht nur einen kleinen Leeresturz, um uns alle ins Jenseits zu befördern. Also, wie sieht's aus? Bist du die Maloche nicht langsam leid? Hast du nicht die ganze Zeit hierauf gewartet? Ein Game over. Also, wenn ich ehrlich bin, nein. Da habe ich gar nicht drauf gewartet. Oh mein Gott. Können wir, gehen woanders hin, hey. Vorsicht, Sam. Unseren Schadensberechnungen zufolge würde ein einziger Leeresturz Portnord City auslöschen. Ja, toll, jetzt habe ich gerade 8 Milliarden meiner Granaten weggelegt. Das einen Zivilisten berühren kann, würde ausreichen. Das dürfen wir nicht zulassen. Oh, you piece of boy. Du musst dich sofort um dieses GD kümmern. Könnten Sie bitte ganz kurz das hier nehmen? Danke, Sir. Nein, du hättest aber bitte auf, rumzuschwimmen und mir gleich unterm Arsch wieder aufzutauchen. Stop it, Ronald. Das arg niedrig geworfen. Aber oho. Es ging. Sorry, nach wie vor wegen der Kamera ist es so dirm, dass sich die Steuerung verändert, wenn ich ziele. Das kann man hundertprozentig. Ja, ich gucke jetzt kurz.
Das kann man doch hundertprozentig umstellen. Das ist doch nicht wahr. So. Also, Steuerung. Ich will die Kamera umstellen. 100 Pro dann bei Option. Naja. Automatisches Zielen ist ein, aber merke ich nichts. What the fuck? Todzone des linken Sticks und des rechten Sticks. Todzone. Kamera. So, vertikale Kamerasteuerung normal. Ist umgekehrt. Horizontale Kamerasteuerung läuft. Ich brauche jetzt die Kamerasteuerung beim Zielen. Ist das Ego-Perspektive? Meinen Sie das? Wahrscheinlich ist Ego-Perspektive damit gemeint. Ja, wir gucken ganz kurz. Zielen. Ne, Beschleunigung. Zielen verlangsamen. Es wird das wohl sein. Also, Ansicht in der Ego-Perspektive. Lege fest, wie die vertikale Bewegung der Kamera in der Ego-Perspektive. Ich weiß nicht, ob das Ego-Perspektive ist. Aber ich meine, hier oben ist ja nur die normale Kamerasteuerung. Dann legen wir hier mal die Vertikale um. So umgekehrt. Yes. Kurzer Test. Ah, yes. Ah, yes. Jetzt hängst du. Jetzt kann ich nämlich richtig zielen. So, lärisch. Alter, lärisch. Oh. Weg. Hier ist eine Wand neben mir. Die Wand wieder entfernen. Der mir jetzt hier überhaupt hinterher? Kann der mir hier nachkommen? Hallo? Wie schnell ich auf einmal bin, ne? Heftig. Wo ist er denn? Ach, der spielt da hinten noch rum. Jetzt muss ich zu ihm laufen. Da liegt ein Blutbeutel rum. Einfach so. Just a Piltbeutel. Oh, vielleicht kommt der etwas arg schnell. Geben mir einfach Blutbeutel, danke. Bist du sweet, Jimmy? Bist du sweet? Alter, er schmeißt mit Ampeln. Ich bin dir doch gut. Ich glaube, ich bekomme immer einen Blutbeutel, wenn ich treffe. Could it be true? Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Nein, mein. Ich war hin, mein. Deine Penelope. Da ist aber. Oh Gott! Da ist aber jemand zornig. Ich hab ihn gleich. Ich hab ihn gleich, den Drecksau. Hey! Ich hab ihn gepimmelt, aber er hat mich noch einmal gehittet. Durch. Deiner Lurch. Ich bin so toll. Danke. Ultra viel Chirana Schotter für mich. Danke. Weit wegfliegen. Jetzt wird geerntet. Easy. Peasy. Lemon squeezy. War ziemlich zuckrig. Das hat gebockt. Wo ist mein Zeug? Hab ich's doch wieder? Ich hab's wieder. Unglaublich. Einfach unglaublich. Unbelievable. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Mensch ein GD besiegt. Wärst du kein Wiederkehrer, wäre das wohl unmöglich gewesen. Nee. Bei Kontakt mit deinen Flüssigkeiten besteht nicht nur kein Leeresturzrisiko, sondern man kann genauso, wie dein Car vom Strand abgestoßen wird, mit deinem Blut... Warte kurz, die Erklärung ist sweet. Ich muss noch ganz kurz hier, danke. Stopp. Da bin ich wieder. GDs aus unserer Welt vertreiben und auf die andere Seite zurückschicken. Ja. Du hast uns Hoffnung gegeben, Sam. Vielleicht gibt es doch noch eine Rettung. Darauf kannst du stolz sein. Amelie erwartet dich noch im Westen. Geh zu deinem Schiff. Es ist bereit. Bring diese Vorräte nach Lake North City. Wir fangen gerade erst an. Ja, aber vielleicht will ich ja noch ganz kurz chillen, bisschen rappen, bisschen chillen, hä? Oder bin ich so ein Stress? Was
Die habe ich wirklich gut gepfeffert hier. Gibt ihr sonst noch irgendwas von mir? Ah ja. Split Biddles, Split Nades. Nehme ich alles mit. Dann was scrappen wir noch den Kram, der eh hinüber ist. Den ich aufgebraucht habe. Yeah, noch mehr. Hier ist ja alles voll. Das sind doch dann bestimmt schon gebrauchte Dinge von mir, oder? Jetzt fällt er gleich wieder ein bisschen um, oder, Sam? Hey, Mensch. Ach, solange er noch so wild rennen kann, ist alles gut. Und ja, ich wechsle dann auch gleich die Schuhe. Die drei Dinger, die hole ich mir noch. Gaunerig, wie ich bin. Weiter, Sam. Weiter, weiter, weiter. Bam. Komm, ja. Ihr bist da. Was habt dafür? Und jetzt schnell zurück nach Bridges. Wo ist mein Moped eigentlich? Das war jetzt ja in der Sequenz nicht mehr da. Wahrscheinlich ist es in der Garage, ne? Also, hoffe ich ganz fest, dass es in der Garage ist. Und der rennt wieder Paced. Sie durch. Alter Sam. Shibri. Da unten ist es, glaube ich, schon, ne? Ja, da ist es. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Das lasse ich einfach mal kurz da stehen. Jo, lasse ich kurz da stehen. Ich gucke jetzt nur noch schnell wegen dem Verwurschteln, was ich jetzt hier alles hinpacken kann. Zwecks Recyceln. Ich habe 100 Pro jetzt einige Sachen, die abgelaufen. Was hätte ich denn hier für einen Auftrag? Oh! Ah gut, ich wollte ja eh zurück. Jetzt recyceln wir erstmal. Also, wir haben das hier und das hier. Und? Sonst nichts, doch das hier. So, die recyceln wir erstmal. Jawohl. Stopp, Kettle, ich hab's gesehen. Stopp, stopp, stopp. Moment. So, da ist auch Ding drin. Da kriege ich halt auch chiralen Schotter, ne? Wenn ich das wegballern will. Ja, aber gut, ich glaube gerade chirale Geschichten, da muss ich mir überhaupt keinen Kopf drum machen, oder? Wie viel habe ich denn gerade dabei? 1187. Und wie viel wird hier rauskommen? Oder warte, habe ich hier denn überhaupt zu viel? Ja, doch, habe ich. Da ist halt... Ja, das schmeiße ich trotzdem weg. Ich will lieber weniger tragen und habe dann minimal hier Chirale, nicht Energie, Kristalle weggeschmissen, weil ich halt das verdummbeutelt habe. Aber... Ja, Resin oder was es ist, die werden dann trotzdem voll. Okay, das heißt, ich bin dann hier soweit durch. Ich kann in den... Ich lege in den Gemeinschaftsspind. Da lege ich einmal... Ja, so ein Blutgranatenpaket. Und natürlich noch ein Blutbeutel. Naja. Der Gönner. Ja, läuft. Komm, nimmt das. Nehmt das. So. Hier ist sonst... hier ist... Oh Gott, das will ist ja viel drin. Okay. Jo, jo, jo. Ich fühle mich hier wie der größte Gönner und das Ding ist komplett voll. Mit sweeten Sachen. In meinem privaten Beutel habe ich noch einen... In meinem privaten Dingens habe ich noch einen Blutbeutel. So. Ich nehme einen Blutbeutel. Und eine Blut... Ein Blutgranatenpaket. So ein volles. Und werde die auch in meinen privaten Spind reinlegen. Dann sortiere ich mich mal geschwind neu. Und wir gucken uns den Haufen, der auf dem Rücken ist, mal an. Er ist immer noch beachtlich, wirklich beachtlich. Aber ich glaube, er sollte jetzt zumindest nicht großartig ins Stolpern geraten. Das ist ja auch nicht allzu schwer mit den Granaten, ne? Ja, das geht. Da kann er gut laufen. Okay. Ja, ich sollte mich vielleicht nochmal kurz putzen, ne?
Ach, jetzt, wo ich so angesifft bin. Ach, was soll's. Jetzt ist halt die Frage, ne? Was machen wir jetzt? Warte mal. Ich habe jetzt noch 10 Minuten, vielleicht 15, 20 für die Folge. Ich gehe stark davon aus, dass wenn ich hier Richtung Schiff gehe, dass dann da was passiert. Und ich dann jetzt nicht so schnell wegkomme. Aber ich habe jetzt auch wirklich nur noch die Zeit für eine, also für diese Folge hier. Es ist schon wieder ultra, ja gut, nicht ultra spät, aber ich, ja, um meinen Schlafrhythmus mittelmäßig zu halten, brauche ich zumindest jetzt dann bald mal den Schlaf. Hier ist reingespeichert, nichtsdestotrotz gucke ich nach einem Auftrag, nach einem leichten, also tatsächlich wortwörtlich leichten Auftrag vom Gewicht her. 5 Kilo, Vor allem könnte ich schön nach hinten durchfahren. Sinnvoll wäre es aber eigentlich, alle Aufträge anzunehmen und die Stück für Stück abzuliefern. Ja, da wäre ich halt dick überladen dann damit. Ne, halt, warte. Wie viel kann ich gerade? 130. Das ist trotzdem viel zu viel. Okay, warte. Ich muss noch ein bisschen rumsortieren. Weil ich würde jetzt irgendwie schon gerne das ganze Ding abgeben, ne? Ich habe noch eine Idee. Wir haben noch die Schuhe hier unten, die kaputten, die ich an den Füßen habe. Die recycle ich, ja. Dann habe ich auch noch mal ein bisschen Gewicht weniger. Und dann lege ich vielleicht dann doch ganz, ganz viele Granaten weg. Damit ich da die Aufträge jetzt komplett annehmen kann. Hab jetzt gerade nicht ganz geguckt, ob ich die grundsätzlich... Einer war 50 Kilo, ne? Einer war 30 und der andere 5. Ja, also wenn ich mich hier schön runter mache, dann geht es locker. Kann ja 130 tragen. So, die Stiefel bitte... die Schuhe ziehst du an. Jo. Und jetzt werden wir hier mal ganz rabiat runterfahren mit den Blutbeuteln. Ich lasse das hier auch dran. Ich mache das hier und das hier und das hier schon mal weg. Eine so eine Kletterverankerung mache ich auch weg. Und einen Blutbeutel lege ich noch weg. Dann schauen wir gleich mal, wie viel wir dann... da sind wir auf 37 gefallen. Im privaten Spind ablegen, ja. So, genau, jetzt haben wir hier alles. Reparatursprays habe ich noch gar nicht benutzt, den Schotter, ne? Noch überhaupt nicht. Dass ich auch so viel dabei habe, ich glaube, da lege ich noch eins in den privaten Spind. So. Okay. Und sonst habe ich noch. Wahrscheinlich habe ich immer noch viel zu viel Blutscheiß dabei, oder? Wahrscheinlich ist es noch viel zu viel. Guck mal, vielleicht machen wir noch die zwei weg. Die Kletterverankerung, die will ich schon dabei behalten für alle Fälle. Was habe ich denn hier oben noch? Ja, komm, ich mach's jetzt so endgültig und dann nehmen wir die Dinge an. So. There you go. Wo war ich jetzt? Bei 29. Wir machen jetzt einfach mal. Alles umladen. Das ist aber noch nicht alles hier, oder? Hä? Hatte ich nicht 50, 30 und 5? Und ich bin jetzt auf 75? Auftrag zugewiesen. 70 sogar? Ist doch, da fehlt doch irgendwas. Moment.
Moment. Warum kann ich denn hier jetzt eine Fracht abliefern? Oder ist das jetzt nur gleich nicht zu entschließen? Naja, okay, das ist so wie vorher mit dem anderen. Ah, läuft. Dann habe ich jetzt alle Aufträge angenommen. Ich hoffe es irgendwie nicht. Habe ich mich... Ich habe noch 29, also 30 gehabt. Plus 30 sind alleine schon, das sind 60. Dann kommen noch 40 oder 50 oben drauf. Dann nochmal 5. Wahrscheinlich habe ich mich verguckt. So. Dann machen wir hier drüben noch einmal alles. Achso, ich kann das, während ich auf dem Motorrad sitze, nicht machen. Okay. Gut, ich muss einmal hier hin, ne? Ich muss einmal da oben hin und einmal dahin. Wir fahren den Weg hier, liefern hier ab, fahren danach da hoch und dann runter. Warte, die Schuhe? Moment. Ja. Ich merk's gerade, was ist hier los? Sam, wo sind deine Schuhe? Habe ich jetzt irgendwie in meinem Wahn die Schuhe weggelegt? Ich habe die doch an die Füße gezogen. Ah, dann mache ich gerade nochmal welche. Ich hab's ja. Ich habe das Zeug dabei. Irgendwas ist hier wieder verdummt worden, oder? Weiß nicht genau, was oder irgendwas ist schief gelaufen. Ich guck ganz kurz in meinen Spind rein, ob ich die Sachen da reingelegt habe. Was habe ich jetzt hier eben getrieben? Nee. Das sind meine Stiefel! Schuhe anziehen, ja. Ich habe vorhin bestimmt irgendwie beim... Ich wollte die anziehen, war aber gerade im Ablegen drin, ne? Und habe dann wahrscheinlich... Wahrscheinlich habe ich deswegen auch irgendwie jetzt so viel Platz, weil ich dann doch mehr abgelegt habe, als ich dachte. Nee, ich weiß nicht. Auf, wir fahren. Jetzt bin ich gespannt, ob ich hier einfach durchkomme. Oder ob ich Huddel kriege. Mit dem... Yeah, boy. Voilà. Hier war, glaube ich, eine Ladestation auch ganz in der Nähe. War vorhin angezeigt. Ja, beachte mich nicht. Ja, direkt hier von der links. Da ist er. Das ist er doch. Ah. Jetzt bin ich echt gespannt, ob ich da einfach so durchdrücken kann. Ich müsste ja eigentlich auf zwei treffen, die am Rand irgendwo stehen und mich aber halt auch nicht antatschen. Gerade weil sie ja so weit wegstehen. Voilà. Nee, ich wollte sagen, apropos pinkeln, aber nee, ich geh jetzt hier nicht so. Voilà. Frische Werksteiger, der Kerl. Ich wollte es gerade loben, das Möwchen. Dann war es jetzt aber. Komm. Komm. Wah, wah. Voll ab dafür. Was ist das hier? Steine. Okay. Wow. Ich dachte eben, wir wären wieder Pflanzen gewachsen. Ich glaube, der Regen fängt an. Er setzt ein, oder? Sonne war schon da. Ist er doch nicht. Irgendwas klang eben merkwürdig. Weißt du, neben mir schießen diese schwarzen Gülle-Dinger aus dem Boden. Shit. Ja, okay. Chillige Fahrt. Bis jetzt chillige Fahrt. Viel weniger Aktivität als ich dachte, also gar keine. Wo sind wir schon? Wir sind schon gleich am Ziel. Ne? Das ist ja ultimativ chillig, oder? Das dauert ja dann so wirklich. Wir haben jetzt 2 Minuten, wenn es hochkommt. Eine. Ja, ich weiß, mit den E-Mails und sowas. Ich muss das machen, aber ja, ich darf ja nicht immer nur nachts aufnehmen und danach ins Bett gehen. Oh, da vorne könnten
müsste ich Kacke antreffen, sehe ich gerade. Da links auch. Gut, die Links hatte ich ja eh schon letztes Mal. Da habe ich ja nicht genug gekillt. Da bin ich ja eigentlich wieder durchgeschlichen, ich alter Gauner. Oh. Jetzt habe ich aber viel Energie verloren, ne? Mit Three-Wheeler. Ja, kann, lädt es hier bei euch nicht auch auf? Stimmt. So. Ich kann ja nicht abliefern. Leck mich doch. 120 Kilo, schade. Das ist sehr schade. Ich nehme das mit. Lieferung. 45 Minuten. Stopp! Warte mal. Wollt ihr jetzt gerade doch diesen ultrafetten Bomber da aufnehmen? Nee, das hier unten nehme ich auch. Okay. So. Jo. Und ab dafür, jawohl. Ich dachte, ich hätte hier was abgeben können. Ich habe doch da 100 Pro nicht die richtigen Aufträge mitgenommen. In der Kacke-Port-Stadt. Know it. Akku stand niedrig. Bitte Fahrzeug aufladen. So, mach ich. Mach ich schon. Das kann man ruhig mal liken hier, mein Teil. Leute. Das ist doch ultimativ cool, dass hier direkt an der Putze 1 steht. Und ab. Ich fahre ja auch wieder einfach aus. Auf Gehör. Auf die Map. Ich hoffe, dass da hinten nicht neue Viecher spawnen. Das fand ich so das Gruseligste. Die gruseligste Attacke ever. Die hier stattgefunden hat. Das war ja auch, glaube ich, meine erste heftige, ne? Wo dann dieser fette Wal kam oder kommt da dieser Delfin-Ding und meint, der muss mich zwicken. Da dachte ich echt, ich bin weg. Oh, keine Sorge, ich habe die Kralle gesehen. Ah, sehr schön. Wie ein geölter Blitz geht es hier. Wir ziehen durch. Da ist der Regen wieder. So. Hier sind wir schon ein paar Mal runtergefahren, ne? Ich überlege gerade, wie der Weg nach oben war. Es war auch einfach genau hier die Strecke, glaube ich. Verloren und selten, das war. Ja, vielleicht gleich auf dem Rückweg. Wow. Wieder, hä? Wegen dem Regen oder was? Na klasse. Okay, wird wohl doch nicht so leicht und schnell hier das abliefern. Dann fahren wir hier lang. Ich würde sehr gerne da auf die Brücke fahren. Aber da werden wohl die Viecher auf mich warten. Oh oh. Okay, gut. Drei Stück direkt auf einem Haufen. Ich weiß nicht, das reicht. Ich teste einfach mal. Jo, einer ist auf jeden Fall genudelt. Da haben wir noch einen. Ein Stück weiter hinten ist noch einer. Der kommt hier gerade auf mich zu, oder? Jo, da kommt was.
Ich treffe halt im Moment nicht ganz. Ich bin vielleicht auch etwas chillig, gehe hier mit meinen Teilen um. Da ist er ja. Hello. Gut. Dann haben wir da drüben noch einen. Ich glaube, ich darf nicht so ungezielt rumschmeißen. Also ich treffe zwar alle dann irgendwie, ne? Und sie kriegen so mich hier eins auf den Deckel. Aber wirklich weg kriege ich die so nicht. Kann ich die schon richtig treffen. Kindchen, chill, chill, chill. Chill eine Grundbasis. Schön. Die beiden müssen weg sein. Hinten lawiert noch einer rum. Hier sind echt ultra viele. Das ist ja gerade jetzt, wo ich 800 Milliarden Granaten weggelegt habe, müssen die hier auf einmal alle Schlawenzeln an meiner Brücke. Die ja noch nicht mal meins ist, verdammt nicht. Ich wäre schon like-reich, wenn das meine Brücke wäre. Wo sind die hier? Erscheine. Wo ich sehe das nicht richtig, keine Ahnung. Das ist direkt vor mir, ich kann es nicht anvisieren. Oh oh, da sieht man Fußabdrücke. Null, 5. Und ab dafür. Ich glaube, ich kann jetzt über die Brücke fahren. Müsste gehen. Ich denke, ich habe jetzt Platz. Und drauf. Kann ich jetzt hier einfach fahren über die Brücke? Ich nehme an, dass die eigentlich dafür da ist, ne? Aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Schiss, dass mich jetzt hier gleich die Sauerei wieder erwischt. Hat sie mich erwischt? Irgendwie. Okay. Wir müssen uns das mal genauer angucken, was hier passiert. Ah ja. Wollt ihr zu mir, ha? Da ist noch einer. Chillt er einfach da unten rum. Zwei sogar. Jetzt aber flott! Okay, da ist noch eins, da sind noch fünf, ich nehme mal das eine. Also diese Brücken sind sehr, sehr geil. Hier oben kann ich mich tatsächlich vor dem direkten Angriff... Da ist noch einer. Vor dem direkten Angriff verstecken. Das ballert schon irgendwie, oder? Also ich bin mir sicher, dass die mich auf dem Boden umschlungen hätten. 100%. Hätten die mich gekascht. Sehr gut. Ach Mann. Warum sind hier noch so viele? Das dauert ja dann wirklich ewig. Ich sehe das nicht, andere. Ah, da. Kleines wieder. Ein Stinkebaby. Will hier noch jemand was?
2 habe ich noch, meine Damen und Herren. Da hinten ist noch irgendwo was. Was ist das Grüne da generell, das Leuchtende? Schauen wir gleich noch an. Wie sind das schon wieder, dass ich das nicht... Ach, da unten, es ist niedrig. Ich sehe das alles nicht. Wie die Dinger so niedrig sind, so extrem. Oh, da drüben ist immer noch einer am Abspinnen, ne? 0000. Oh. Das ist jetzt erstmal schlecht. Ich habe keine neuen dabei. Ich muss dann nochmal zurück ans Bike. Ich sehe das auf jeden Fall. Das ist noch nicht so nah. Ich gehe zurück zur Brücke. Oh, guck mal, jetzt habe ich auch richtig wenig live, ne? Warte mal. So. Warum habe ich wenig live? Ich schmeiße die Blutgranaten. Ich dachte, ich stelle mir die einmalig her in dem Ding, ne? Und dann sind die da halt schon fertig und ich verbrauche nicht Blut, wenn ich die rumschmeiße, aber scheinbar schon, was dann doch auch wiederum irgendwie Sinn macht. Also ich will das hier eigentlich machen. Ich will hier ablegen. Die will ich alle abladen, jawohl. Dann will ich mich einmal noch kurz sortieren. Dass ich jetzt nicht hier einfach mal hinflatsch. Jetzt hole ich mir einfach schnell meine Munition. Und mache die letzten paar Platten hier noch rumkacken. Und dann muss ich aber ganz geschwind da in meine Butze. Das Menü wird geöffnet. Ich nehme die Blutgranaten. Also ich muss jetzt echt darauf achten, auch dass ich jetzt nicht hier deswegen sterbe. Warte mal, ich habe doch hier... Ja, die Blutbeutel werden natürlich zuerst geleert, okay, ja. Kritisch. So. Ich habe jetzt dadurch echt schon viel Blut verloren, ne, mit den ganzen Blutgranaten. Ich kann gucken, ob ich hier... Hoppala, ich schreie hier wieder rum. Hey, hier bin ich, fasst mich an. Geil, hier oben ist halt alles noch einer. Okay. Chillig. Sehr chillig. Ich fahre einfach durch den Wald, weil ich's kann. So, jetzt gebe ich ein bisschen Gas, weil ich das noch besser kann. Dann fahre ich in den Stein. Jawollo! Okay. Er freut sich natürlich das Kind auch heftigst. Ihr habt hier kein privates Ding, stimmt ja. Ihr seid Dackel. Ich mag euren Schlüsselpunkt überhaupt nicht. Ich will einfach nur in meinem Privat das verstecken und die haben hier keins. Das ist meine. So, liefern. Angeforderte Fracht liefern. Ne Jazz. Bitteschön. Immer schön, dich zu sehen, Sam. Kaum zu glauben, dass ein Mann alleine so viel tragen kann. Ich bin ja auch ein Ochs. So, wie haben wir denn jetzt hier die Verbindungsstufe beeinflusst? Ich hoffe doch extremst gut. 4 Keule mal das. Okay, sehr schön. Noch keinen ganzen Punkt. Ist schwach. Das ist pretty schwach. Okay. Lass dich nicht aufhalten. Jojo, habt ihr eh keinen Raum zum Schlafen, ihr Säcke. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen. So, erstmal brauche ich Blut. Ich kann hier noch nicht mal mein Blut auffüllen, weil ich ja hier gar nicht einen Blutbeutel... ich habe einen Blutbeutel abgelegt. Alles gut. Private Point. Oh nein, da
Das ist ja an die Dinge gebunden, stimmt ja. Shit. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir recyceln erstmal, dass wir noch fixer unterwegs sein können. Und im allergrößten Notfall muss ich mich halt irgendwie durch die Durchschlängel mit Pisse werfen, damit ich da wieder zurückkomme. Jawohl. Und weg. Bestätigen. Ja, dann bin ich halt da wieder voll. Ich will die Sachen ablegen. Beziehungsweise recyceln, auch wenn ich jetzt hier gar nichts habe. Besser wegschmeißen. So, guck mal, immerhin ein bisschen Jumbombel. Wie viel geht denn hier rein? Ah, da kann ich noch ein bisschen auffüllen hier mit. So. Das ist mir nämlich auch Maximum. Okay. Ja, ich könnte jetzt natürlich in die Gemeinschaftskasten gucken. Da warum ist denn der Gemeinschaftskasten leer? Oder warte, bin ich auf... Na, auf Spenden bin ich gegangen. Oh, na, also, komm, ihr habt doch bestimmt Blutschotter dabei, bitte. Shit, warum habt ihr keinen Blutschotter dabei? Oh Mann, Blutgranate, ich brauche Blutbeutel. Ihr Dackel. Wie wird dieser Sack wohl heißen? Okay, dann mache ich es jetzt einfach wieder so, dass ich mir den Kram hier nehme und damit die Station zumindest auffülle. So gut es geht. Jo. Ist echt dumm, dass ich mich hier nicht ausruhen kann, ne? Und dann können wir mal schauen, wie viel hier reingeht überhaupt. Ich bin schon... Ich bin voll dumm. Fucking dumm. Tja, dann habe ich was für die Gemeinschaftskassen. Das habe ich vorher nicht gesehen, dass ich schon voll bin. Und hab dafür... Ja, gönnt euch. Ist geschenkt. Ist geschenkt. Sind Sie sicher, dass Sie das, was Sie eben geklaut haben, zurückschenken wollen? Ja. Jetzt kann ich gucken, was die hier so haben. Klar, da muss ich eh wieder zurück. Kann ich natürlich annehmen, das nicht. Also ich könnte diese Fracht und diese Fracht, die nehme ich beide an und fahre die dann rüber. Okay. Hallo? Jo. Ach, warte. Nee. Eben eins ausgewählt, das wollte ich nicht. Ich mache jetzt halt. Ich stelle jetzt halt mal ganz kurz Blutbeutel her. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob da mir da jetzt Blut abgezapft wird oder was los ist. Wenn nicht, dann ist ja natürlich alles chillig, ne? Mhm. Guck, wenn das so. Also, wenn mich das nur chirale Kristalle und Resine kostet, dann mache ich mir jetzt 5 und presse mir direkt 2. Dann wäre alles nur halb so wild. Hier mit der Station. Bin ich aber doch auch ziemlich gefüllt. Ja, aufbrechen. Ist aber nicht schlimm, denn ich kann mir mal direkt so einen Blutbeutel hier zu. Vielen Dank für deinen Beitrag. Bitteschön. So. Blutbeutel. Da sind wir doch. Ein mit Sams Blut gefüllter Beutel. Rüstest du ihn aus, wird Sams Blutvolumen nach und nach mittels einer Transfusion über die Handschelle wiederhergestellt. Ja gut, was heißt ausrüsten? Einen Anzug befestigen oder was? Nee. Achso, in Vorratstasche dann verstauen, ne? Wahrscheinlich ist es das. Wir beobachten mal kurz den... 353 haben wir eben gehabt. Jetzt mache ich hier noch geschwind die Fracht. Gescheit. So. Und jetzt warten wir einfach mal ab, ob das tatsächlich so einfach geht. Hey, was? In der Hand gehaltene Fracht auf einem Fahrzeug. Doch überhaupt keine in der Hand gehaltene Fracht. Oh, sieht das Ding schon wieder zerrissen aus. Komm, packen was. Ich überlege, ob ich mir hier nicht auch noch eine Brücke mache.
Das ist eine, die direkt von hier nach da drüben zur anderen Brücke führt. Und dann ist Ruhe. Wenn man hier doch nochmal ein bisschen schneller vorankommt. Aber Mist. Ich wollte gerade sagen, scheinbar sind die Viecher nicht da. Und dann doch. Ist es jetzt zwischen mir und der Brücke oder unter der Brücke? Das ist immer geil. Ich muss den gleichen Weg wie vorhin fahren. Ich fahr hier lang. Und dann auf die Brücke. Und ich denke, ich ziehe einfach drüber über die Brücke. Ich meine, dafür ist ja gedacht. Hier ist ja nichts mehr, ne, vor mir. Hier wäre eine Brücke auch nice. Von dem einen Punkt eben bis nach da vorne oben irgendwie. Da wo diese Fracht rumliegt. Boah, ich hatte eben ja da vorne auch noch was gesehen. Holy shit. Jo, ist geschafft, ich weiß. Ja, wir können einfach durchfahren. Ist gut. Wir haben uns da einen guten Korridor vorhin zusammengebombt. So, hier war auch irgendwo der Weg. Ich glaube, das ist nicht der Weg, weil hier kommen dann gleich die Leitern. Hier drüben ist er. Genau, das ist er. Läuft. Wir haben es ja eigentlich schon so gut wie geschafft. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier auch noch eine Zeitvorgabe hatten. Speziell für die Sache hier. Wisst ihr, was wir bauen könnten? Wir könnten hier eigentlich eine Ladedingens hinbauen, ne? Hier ist, da unten ist einer. Genau, hier oben in der Kante wäre vielleicht auch nochmal nice, einen zu haben. Damit ich mal wieder was gebaut habe, wisst ihr? Vor allem kann ich dann meinen TCK auch verbrauchen. Von dem ich ja, glaube ich, eh noch zwei habe, oder? Mal ganz kurz. Wie viel habe ich denn davon? Jetzt habe ich da noch zerstörte Granaten rumfliegen. Aber da habe ich keinen mehr. Nö, ich habe überhaupt keinen dabei. Alles klar, alles erledigt. Und ab dafür. Ich dachte, ich hätte noch einen dabei. Aber ich glaube, den habe ich für den letzten Brückenbau habe ich den schon verballert. Aber schon unsere Loading Station. Oh, brems. Holy. Sehr gut. Voll aufgeladen. Sehr gut. Voll aufgeladen. Geht da gerade eine Mucke an? Geschwind hier noch abliefern und dann werde ich die Aufnahme auf jeden Fall erstmal beenden. Da muss ich glaube ich auch noch die Kommentare beantworten. Ich habe jetzt bei Jan Hofstedt und Roger Bublé alles gemacht. Aber für Bubble Play ist das jetzt noch nicht gereicht vom Timing her. So. Und Abgabe. Liefern, angeforderte Fracht liefern. Wird jetzt direkt eigentlich beides geliefert, oder hätte ich es auswählen müssen? Die Legende ist wieder da. Wie geht's dir, Sam? Hoppala. Oh Gott, das kann man wegdrücken. Hä? Die Lieferung ist in tollem Zustand. Ja, okay. Ja gut, der sagt wahrscheinlich auch immer das Gleiche, ne? Gut gemacht. Schön geliefert. Oh, hier sind wir ja richtig hart am Stissel, ne? Mit der Bewertung. Nice. Nochmal S für awesome. Okay, hier kam nichts Neues rein. Tschüss. Tschüss. Gute Arbeit. Nice. Neuer Auftrag. Das war's. Perfekt. Dann recycle ich noch geschwind diesen Granatentyp.
Und die kann ich aber nicht hinzukommen. Schade. Hallo? Kann ich jetzt... Achso, ich muss das... Ja, alles gut, alles gut. So, dann füllen wir noch gleich die chiralen Geschichten hier auf. Jo. Ich weiß. Ich bin so emitiös. So, 28. Wow, das ist wirklich die Welt. Und ab. Das ist jetzt hier nämlich voll. Wir haben alles. Ich speichere rein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am Freitag wieder. Wie gesagt, keine Sorge, die Kommentare werden beantwortet und natürlich auch gelesen. Wir müssen nur ein bisschen... was heißt ein bisschen? Ich habe einfach ja noch nicht die Träume gehabt, um hier rein zu glützeln. Aber das wird dann gemacht. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Danke für alles. Ciao, ciao.